Als nächster Redner zu Wort gemeldet Johann Singer von der ÖVP. Ja, danke, Herr Präsident, Frau Bundesministerin, geschätzte Damen und Herren, Hohes Haus. Mit dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz werden die vor allem durch die demografische Entwicklung geprägten Herausforderungen an die Gesundheits- und Krankenpflege in Teilbereichen Lösungen zugeführt. Lösungen, die helfen sollen, die Versorgung sicherzustellen. Mit dieser Novelle werden langjährige Forderungen nach einer Aufwertung der Pflegeberufe auf den internationalen Übungsstandard erfüllt. Für mich eine Attraktivierung des Berufsbildes, und gestärkt wird diese Attraktivierung auch durch den Zugang mit Matura, Studienberechtigung oder Berufsreifeprüfung. Ich bin überzeugt, dass damit auch zusätzliche Zielgruppen für diesen Beruf angesprochen werden können. Viele positive Aspekte, die auch heute schon eingehend erläutert wurden, allerdings, und auch das wurde schon angesprochen, gab es durchaus eine Reihe von kritischen Anmerkungen, vor allem aus der Praxis, und auf einige möchte ich eingehen. Es sei eine Nivellierung nach unten zulasten der Qualität zu befürchten, wo jetzt mit dreijährigen ausgebildeten, diplomierten Personal gearbeitet wird, würden künftig zweijährig ausgebildete Pflegefachassistenten zum Einsatz kommen. Aus meiner Sicht liegt es hier an den Trägern der Krankenanstalten, diesen Sorgen entgegenzutreten, denn nur durch eine entsprechende Qualität kann man natürlich auch dem Versorgungsauftrag gerecht werden. Kritisch gesehen wird auch die Anzahl der jetzt geplanten 11H-Ausbildungsplätze und die Frage des Einsatzes des akademischen Personals. Es muss sichergestellt werden, dass es die nötigen Ausbildungsplätze gibt und dass künftig FH-Absolventen auch unmittelbar beim Patienten am Krankenbett eingesetzt werden. Oder die Pflege wird in Österreich nicht nur in den Krankenhäusern, sondern auch im Sozialbereich, insbesondere der Altenarbeit, geleistet. Auch in diesem Bereich wird die Guck-Novelle massive Auswirkungen bzw. Konsequenzen haben. Daher braucht es für diesen Bereich aus meiner Sicht noch zusätzliche Regelungen. Außerdem ist die Durchlässigkeit in der Ausbildung der unterschiedlichen Berufe wichtig und notwendig. Und ich sehe auch, Franz Josef von Hoeneck hat es schon angesprochen, positiv, dass es mit dieser Ausschussfeststellung einfach auch die Durchführung der pflegerischen Tätigkeit in Behindertenbereichen entsprechend thematisiert wird. Sehr geehrte Damen und Herren, zusammenfassend für mich eine wichtige Gesetzesnovelle, die heute beschlossen wird. Ich bin überzeugt, dass es unter Mitwirkung aller Betroffenen im Sinne des gesamtstaatlichen Versorgungsauftrages die Umsetzung gelingen wird. Sehen wir es als Chance, wie Erwin Rasinger es formuliert hat. Herzlichen Dank. Da kommentiert Johann Singer von der ÖVP.